meine, es wird heute darum gehen, dass wir den europäischen Standpunkt abstimmen im Lichte der ersten Woche. Und von der Kontaktgruppe erwarten wir, dass wir heute eine Bestandsaufnahme machen und gleichzeitig uns abstimmen über das weitere Vorgehen in der kommenden Woche. Vielen Dank. Strong unity, une unité très forte, détermination pour arriver à un accord de paix. Merci. We hope that a positive success could be at the end of next week. Ma direi che questo è un momento cruciale per dare una spinta a far avanzare il negoziato. Mi auguro che l'insieme del contagruppo e anche con l'impulso che verrà dalla riunione dei ministri degli esteri della Comunità Europea, che si possa dare appunto una spinta ad andare avanti in maniera costruttiva e chiudere durante, prima della fine della settimana prossima. Beide Konfliktparteien zu einem erfolgreichen Abschluss der Friedensgespräche zu kommen und die Konsequenzen, die schlimmen Konsequenzen für Friedenssicherheit und die betroffenen Menschen zu bedenken im Falle eines Scheiterns. Wir bekräftigen die Notwendigkeit der militärischen Absicherung des Friedens durch die internationale Staatengemeinschaft. Nous réitérons la nécessité d'une garantie militaire de la paix, garantie assurée à travers la communauté internationale. Und wir erklären unsere Bereitschaft als Europäische Union und Kommission, einen entscheidenden Beitrag bei der zivilen Implementierung eines Friedens im Kosovo zu leisten.